Als die beiden über den roten Teppich rauschten, hatten sie es offenbar eilig. Gut gelaunt liefen sie Richtung Eingang. Und dann zeigte Kate, dass sie und William ein herrlich normales Paar sind. Denn für ihren Gatten gab's einen kleinen Klaps auf den Hintern. Mit der blanken Hand allerdings nicht, denn die 41-Jährige trug ein elegantes weißes Wollschulterkleid mit schwarzen Samthandschuhen, die fast den gesamten Arm bedeckten. In den sozialen Netzwerken wurde der Clip natürlich vielfach geteilt, denn normalerweise treten die Royals unter einer besonders strengen Etikette auf. Hier ein Knicks, da eine Verbeugung, normalerweise gibt es jede Menge Benimmregeln. Doch das schien Prinzessin Kate an diesem Abend total egal zu sein. Das Paar schien den kinderlosen Abend sichtlich zu genießen. Aber auch die Preisverleihung kam nicht zu kurz, und da räumte vor allem der deutsche Kriegsfilm im Westen nichts Neues ab. Das Drama wurde in der Kategorie Bester Film ausgezeichnet. Insgesamt räumte das Stück sogar 7 Awards ab, so viele Auszeichnungen konnte zuvor noch kein nicht englischsprachiger Film abräumen. Regisseur Edward Berger, 53, der den Preis als bester Regisseur abräumte, konnte es kaum glauben. Es ist ein deutscher Film, um Gottes Willen, wer stimmt denn dafür?